Players, das Golfmagazin. Heute auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wir treffen Serge Falk und unterhalten uns mit ihm über Schauspiel und die Spiele auf den Fairways und Greens. Außerdem fragen wir nach, ob es überhaupt leichte und schwierige Plätze gibt. Forschen am Semmering in der österreichischen Golfgeschichte. Fragen nach, was Menschen so an Golf fasziniert. Sehen uns die Games of Golf an und lassen Österreichs Kaderspieler Golfbegriffe raten. Bist du wirklich sicher? Falk. Serge Falk. Geschüttelt oder gerührt? Weder noch. Leitungswasser. Serge Falk ist also nicht in geheimer Mission unterwegs. Nein, ganz und gar nicht. Wir treffen den Wiener, der eigentlich in Belgien aufgewachsen ist, an seiner derzeitigen Wirkungsstätte in der Wachau und besuchen mit ihm die Sommerbühne Haag. Meiner Seele, es ist ein fürchterliches Gefühl, wenn man selber nicht weiß, was man will. Serge, wir sind aber hier ja nur zu Gast in Haag. Was hat es mit dem Ganzen auf sich? Ja, ich habe natürlich eine besondere Verbindung zu Haag, weil ich der erste Intendant hier sein durfte. Zusammen mit den Haagern haben wir dieses Riesentheater hier aufgebaut. Aufgetiet haben wir mit Serge Falk am Golfplatz in Amstetten-Verschnitz. Der Club hat ihn auch aufgrund seiner Verdienste um Golf und Kultur in seiner Zeit in Haag mit einem eigenen Parkplatz und einer Bank geadelt. In Weißenkirchen ist er diesen Sommer mit eigenem Programm unterwegs. Bekannt wurde Serge Falk einem breiten Publikum aber als Flugretter in Medikopter, als Lieblingsschwiegersohn im Kaisermühlenblues und als Kommissar in den Cop Stories. Breit aufgestellt also. Muss man das heutzutage als Schauspieler sein? Also wenn man so in der Schauspielschule ist, dann denkt man, man wird Schauspieler und wird man am Theater sein. Und dann kommt irgendwann Fernsehen und Film dazu und dann kommt irgendwann mal Schreiben dazu und dann kommt Soloprogramm dazu und dann kommt Regie führen dazu, dann kam mal eine Intendanz dazu. Also es sind alles Sachen, die man wirklich ja nicht geplant hatte. Ich glaube, da bei dem Beruf liegt Berufung und Beruf und das, was man gerne macht, sehr nah beieinander. Aber was ist die Paraderolle des Serge Falk? Gibt es ein Lieblingsgenre? Es ist oft so Rollen, die man sich erträumt hat und die dann sich gar nicht so entpuppt haben und andere Rollen, in die man hineingewachsen ist, die man dann sehr gerne auch noch weitergespielt hätte. Aber so, dass ich jetzt bewusst jetzt eine... Ich habe keine einzige Rolle, die ich noch unbedingt erledigt haben möchte. Ich habe ja sehr viele Jahre den Schwiegersohn der Nation gespielt oder so den blonden, netten, lieben. Und seit einigen Jahren wechselt das Rollenfach. Und letztes Jahr habe ich insgesamt 4 Leute umgebracht im Film, inklusive mir 5. Also das ist schon ganz angenehm, dass das Rollenfach sich ändert. Falk ist in Belgien aufgewachsen und als Jugendlicher nach Österreich gekommen. Ist er eigentlich Belgier oder Österreicher? Ja, das hat was mit meiner frühkindlichen Geschichte zu tun, dass meine Mutter krank war. Und dann kam ich als kleines Zutschkerl zu meiner Tante und Großmutter nach Wien. Und dann war ich, bis ich ein Jahr alt war, war ich in Wien. Und ja, mit Gottes Segen. Und das war eigentlich mein ganzes Leben, war eigentlich immer heim nach Österreich. Also ich war bis zur Matura in Belgien, aber dann, sobald ich konnte, bin ich dann nach Österreich. Und da sieht man, wie dieses erste Lebensjahr sehr prägend ist. Na, bei der Europameisterschaft habe ich immer 2 Länder, wo ich die Daumen drücken konnte. Das war für die Österreicher und für die Belgier. Aber beide waren dann irgendwann draußen. Serge ist mein richtiger Vorname und ich heiße ja Serge Dirix. Und Dirix ist ein typisch flämischer, belgischer Name mit CKX zum Schluss, wie Eddy Merckx und Jackie X. Und wie ich an die Josefstadt gekommen bin vor vielen Jahren, war das Erste, was der damalige Direktor gesagt hat, wie ich bei der Tür hereingekommen bin, hat er gesagt, mit dem Namen können Sie keinen Schnitzler spülen. Und darum habe ich Serge Falk, aber Falk mit CK, weil damals gab es ja noch die Falk-Zigaretten und ich wollte keine Zigarettenwerbung machen. Und so ist ganz einfach Serge Falk entstanden. Wie kam es zum Beruf des Schauspielers? Ist Serge erblich vorbelastet? Ja, Schauspieler hatten wir jetzt nicht so erblich. Meine Tante in Österreich war Opernsängerin. Also,
Und meine Mutter ist eine Österreicherin, mein Vater war Belgier. Und meine Mutter war auch im Fernsehgeschäft, aber als Moderatorin. Das war natürlich jetzt kein fernes, fremdes Land, sagen wir mal so. Wie wurde aus dem Schauspieler der Golfer Serge Falk? Ich bin zu Golf gekommen, ganz lustig. Kammerschauspieler Hans Jahre, der hat mich an die Josefstadt geholt und der hat mir damals in Lanz einen Golfschläger in die Hand gedrückt und hat gesagt, schau auf den Ball, auch wenn er schon weg ist. Und ich habe dann gleich beim ersten Mal es geschafft, diese weiße Kugel gegen den blauen Himmel zu sehen. Und da war schon mal ein Bacillus gelegt. Und später, irgendwann einmal, habe ich bei einer Filmrolle einen gespielt, der im Film ja, ein Hole-in-One schießt. Und dann habe ich Stunden bekommen, damit das halbwegs noch was ausschaut. Und dann bin ich eigentlich wieder eingestiegen. Liebt der Golfer Serge die Herausforderung? Nicht mehr so wie früher. Weil auch die Schläge natürlich, sagen wir mal so, nicht länger werden. Aber manchmal kommt mir einer raus, wenn denkt, bist du deppert? Ich habe das mal von jemandem gelernt, der auf der Runde dauernd im Bunker gelegen ist. Und der hat dann gesagt, ich muss Bunkerschläge üben. Und dann hat er gesagt, das schaue ich mir ab. Das ist die richtige Einstellung. Gemütlich oder fordernd? Schwierige oder leichte Plätze? Gibt es überhaupt schwierige Plätze? Sicher, Adamstal ist ein schwerer Platz. Die 7 wäre es nie wahrscheinlich gescheit spielen und so. Das Green Monster, ja, natürlich. Und vor allem auch, wenn man die nötige Länge braucht, die mir dann natürlich auch manchmal fehlt. Es gibt sie leicht und es gibt sie schwierig. Vermeintlich. Denn gibt es wirklich schwierige Plätze? Oder ist das alles nur Einbildung? Bestehen die Schwierigkeiten nur in unseren Köpfen? Natürlich gibt es Plätze, die schwerer gerätet sind. Man kann Tatsachen auch nicht wegleugnen. Nur gibt es natürlich mentale Tricks, wie man dem begegnen kann. Jeder empfindet einen Platz anders. Wovor haben Sie Angst am Golfplatz? Wasser. Ängste helfen uns nur, wenn der große Tiger oder der Dinosaurier vor uns steht. Aber Angst am Golfplatz hilft uns eigentlich gar nicht. Die Augen sind unser bestes Hilfsmittel, weil der ganze Körper reagiert auf das, was meine Augen fokussieren. Das heißt, wenn ich vor dem Wasserhindernis stehe und mich verbohre, ist das nicht hilfreich. Wenn ich jedoch vielleicht sogar gar nicht einmal die Fahne auf der anderen Seite, sondern sogar einen Baum, der noch höher liegt, mit meinen Augen ganz stark anfokussiere, verschwimmt alles drumherum und das Auge nimmt das Wasserhindernis nicht mehr wahr. Und von wegen Angst, meine Angst ist nur, treffe ich den Ball oder nicht? Das ist die Anfängerangst. Wir kommen auf die Welt mit weißen Wölfen und mit schwarzen Wölfen in uns. Welche Wölfe werden die stärkeren sein? Die Antwort ist, die wir füttern. Mit mentaler Einstellung kann man also viel erreichen und sich Blockaden oder eben Schwierigkeiten im Kopf nehmen. Aber natürlich ist nicht alles nur im Kopf. Was macht einen Golfplatz wirklich schwierig oder leicht? Wie bauen uns Architekten Fallstricke ein? Man macht ihn weder leicht noch schwer, sondern man versucht erstens einmal, den Platz ins Gelände anzupassen. Das ist immer das Beste. Ah, da gibt es viele verschiedene Sachen, das machen einen Golfplatz schwer. Ja, die Bäume, Wasser, Ausgrenzer, das ist die Idee von der Kursdesigner, ist zu spielen mit den Golfers, sagen Geist. Ja. Also das Spannende ist aber, auf einem Platz zu spielen, wo man das erste Mal spielt. Das ist dann deswegen schwierig, weil man ihn nicht kennt. Ne? So würde ich das einmal definieren. Für mich ein schwerer Platz würde sein, so ein ganz narrow Platz, der vielleicht hohes Rough hat und das ist manchmal ganz schwer zum Rauskommen. Ein leichter Platz ist ein ganz breiter Platz, wo du viel Raum hast. Um es schwieriger zu machen, machen wir die Grüns schneller, lassen das Rough hochstehen und stecken schwierige Fahnenpositionen. Schwerer ist natürlich ein Platz, der hügeliger ist. Leichtere Plätze sind zum Beispiel ebene Plätze. Bei dem Bunker gibt es zwei Möglichkeiten. Es ist entweder ein Fangbunker, dort wo zum Beispiel der Ball über ein Gelände hinausschießen würde. Oder es ist ein Bunker, damit ich ein Distanzgefühl bekomme. Hindernisse geben dem Platz seinen Charakter. Aber das Argument, den spiele ich nicht, der ist mir zu schwierig, ist unbegründet. Gut konstruierte Golfplätze bieten immer einen Ausweg. Auch Anfänger und Spieler, die keine weiten Schläge im Repertoire haben, stehen auf guten Plätzen nie vor unlösbaren Aufgaben. Versuch deinen Plan zu
aufbauen, ja, mit der richtigen Strategie. Zum Beispiel beim schmalen Fairways muss man überlegen, ob man den Driver nimmt oder vielleicht ein Fairway holt, seine Hybrid. Das meiste ist im Kopf und wenn man auf der Range ist, hat man ja auch die guten Schläge und wenn man auf der Runde ist, kann man ja auch die guten Schläge haben. Wenn ich ein Siemereisen auf der Driving Range gerade schlagen kann, dann kann ich das auch am Golfplatz. Und wenn man jetzt versucht, Unmögliches zu machen, dann geht das ja meistens schief. Manchmal sucht man natürlich auch die Herausforderung und versucht dann auch auf schwerere Plätze dann auch zu bestehen und gut abzuschneiden. Und es gibt noch einen Aspekt, der den Schrecken vor schwierigen Plätzen nimmt. Es ist ein ausgeklügeltes Handicap-System. Die persönliche Stärke, die mit mehr oder weniger Zusatzschlägen unterschiedliche Niveaus ausgleicht und ein Bewertungssystem der Plätze. Das Rating eines Platzes gleicht seinen Schwierigkeitsgrad aus und unterschiedliche Abschlagmöglichkeiten geben einem zusätzlich Alternativen, sich das Golferleben leichter zu machen. Ja, da gibt es immer einen Plan B. So zu machen den Golfplatz einfacher, man kann immer von einem anderen Abschlag spielen. Ja, und auch normalerweise der Kursarchitekt wird einen Platz machen, wo man kann. Dorthin spielen. Ja. Aber es gibt ja viele, die sagen, diesen oder jenen Platz spiele ich nicht, weil der ist mir zu schwer. Können Sie das nachvollziehen? Nein, eigentlich nicht. Ich mag vielleicht Plätze lieber, den einen mehr als den anderen. Ne? Aber dass ich so sage, der ist mir zu schwierig, das stimmt für mich nicht. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass man sagen kann, der Platz gefällt mir nicht, weil er nicht gut gepflegt ist oder weil keine Bäume sind oder was immer. Aber zu schwer, jeder spielt das, was er kann. Jeder Platz hat seinen eigenen Charakter. Weltweit gleicht kein Platz dem anderen. Somit stehen wir immer wieder vor spannenden Herausforderungen. Genau das ist es, was Golf unter anderem so attraktiv macht. Der Golfsport und Medien. In Österreich wurde entweder gar nicht oder klischeehaft mit dem Sport umgegangen. Das ändert sich gerade, oder? Ich glaube, dass Golf Gott sei Dank jetzt schon das Elitäre weg ist. Und früher hat man Golf im Film und Fernsehen verwendet, um zu bedeuten, es sei etwas Elitäres. Davon ist man abgekommen. Es ist inzwischen schon ein Volkssport geworden, wie auf der ganzen Welt. Und dieses Schickimicki und dieses Glauben, man ist jetzt was Besonderes, wenn man golft, ist Gott sei Dank weg. Wie sieht Urlaub aus? Ist Serge ein Sommerfrischler? Ich liebe schon die Stille, ja. Ich liebe schon... Es ist ganz interessant, in der Natur ist man nie allein. Wenn man das Sumsen und das Gezwitscher und den Wind hört, passiert da sehr viel. Das mache ich schon sehr gern. Wir drehen die Zeit um 120 Jahre zurück. 1901 beginnt die offizielle Zeitrechnung für Golf in Österreich. Auf dem Gelände der heutigen Trabrennbahn Kriau wird der Golfclub Wien gegründet. Der älteste Golfclub Österreichs. Der älteste heute noch immer in Originalzustand erhaltene Platz sollte allerdings erst 25 Jahre und einen Weltkrieg später dazukommen. Der Golfclub Semmering war der zweite Kurs des Landes. Wir sind am ältesten Golfplatz von Österreich, der 1926 gebaut wurde und 1927 eröffnet wurde. Und er ist tatsächlich noch in dieser Form, wie er ursprünglich geplant wurde und wie er gebaut wurde. Sein Bau löste auch einen ersten kleinen Boom aus. Mit dem Golfclub Dellach in Kärnten, dem GC Lainz, dem Golfclub Bad Ischl und den Plätzen in Perdisau und Innsbruck-Igls entstanden innerhalb weniger Jahre die traditionsreichsten Vorkriegsschauplätze der österreichischen Golflandschaft. Sie waren auch die Gründerväter des österreichischen Golfverbands, der heuer 90 Jahre alt wird. Die damals aufstrebende und mondäne Freizeitbeschäftigung Golf war der ideale Begleiter für die feine Gesellschaft und die stieg gerne am Semmering ab, im damals wohl luxuriösesten Haus am Platz, dem Südbahnhotel. 1854 wurde die Semmeringbahn eröffnet. Die damalige Zeit hat ungefähr 3 Stunden betragen, bis man am Semmering war. Mit der Errichtung des ersten Hotels sind dann die Gäste auf Erholung gefahren, auf Kur gefahren und auf Sommerfrische gefahren am Semmering. Nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Weltwirtschaftskrise Ende der 30er Jahren war die zweite Hochzeit des Semmering, wo natürlich viele Sportarten angeboten wurden, aber wo dann sehr viele Künstler der damaligen Zeit, also alle namhaften Künstler eigentlich der damaligen Zeit,
am Semmering abgestiegen sind. Also es war schon eine sehr gehobene Gesellschaft, die hier am Semmering wohnte und die hier einfach Freizeit getankt hat. Alles, was Rang und Namen hatte, tummelte sich in den 30er Jahren am Semmering. Es wurde dem betuchten Klientel auch viel geboten. Fast wie ein Vorläufer eines Luxus-All-Inclusive-Resorts konnte man damals zwischen Erholung, gesellschaftlichem, Kultur- und großzügigem Sportangebot wählen. Also die Betreiber des Südbahnhotels haben ja viele Sportarten am Semmering angeboten. Neben dem Skilauf und dem Skispringen und verschiedene Pferderennen hat man auch die Idee gehabt, Golfsport anzubieten. Und das hat sich hier auf dem Gelände des Südbahnhotels sehr gut angeboten. Die Geschichte des GC Semmering ist also eng mit der des legendären Grand Hotels verbunden. In der damaligen Zeit war es so, dass jedes große Hotel ja Eigenversorger war. Und unter anderem hat jedes große Hotel eine sogenannte Meierei gehabt. Die Meierei war der Bauernhof und der damalige Hoteldirektor hat, glaube ich, 1925 den Beschluss gefasst, ein weiteres Freizeitangebot zu begründen. Und das war dann die Errichtung des Golfplatzes auf den Flächen der ehemaligen Landwirtschaft vom Südbahnhotel. Es ist trotzdem eine idyllische Sache, wenn man sich jetzt die Nebengebäude anschaut, wo jetzt unser Kediraum ist. Das war früher der Kuhstall vom Südbahnhotel und das macht, glaube ich, dieses Flair am Semmering aus, dass diese alten Gebäude für einen sehr modernen Sport nach wie vor noch genutzt werden. Und der Platz hat viele Geschichten zu erzählen. Loch Nummer 7 war zum Beispiel die älteste Sprungschanze am Semmering. Wo heute auf ein tiefliegendes Green geschossen wird, sprang man in den 30er Jahren im Winter mit Skiern. Das war eine der ersten Sprungschanzen hier am Semmering. Die bekannteste, wo auch Bubi Bradl gesprungen ist, ist drüben, wo jetzt die Skipiste ist. Es waren hier viele Geschäftsleute, die zum Wochenende hergekommen sind. Es waren viele Villenbesitzer, die Golf gespielt haben. Und das alles hat dazu geführt, dass der Golfclub zu dieser Zeit einen wirklichen Aufschwung erlebt hat. Ich glaube, das Interessante an diesem neuen Lochplatz ist das Gelände. Es ist einfach die Natur. Weltwirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg führten leider auch zu einem jähen Ende des mondänen Treibens im Luftkurort. Nach wie vor sind Einschusslöcher in Teilen der Fassade des denkmalgeschützten Clubhauses stille Zeitzeugen von heftigen Gefechten am Semmering. Der Denkmalschutz verbietet uns, dass wir hier Änderungen vornehmen. Nach dem Krieg wurde es ruhig am Pass. Es hat sich dann aber eine neue Mobilität etabliert. Die Österreicher haben damals für Autos gekauft und sind dann meistens an die Adria gefahren oder irgendwo in den Süden ans Meer. Und somit ist der Semmering dann doch etwas in Vergessenheit geraten. Heute fristet das Hotel ein ungewisses Dasein. Der Golfclub wurde schon vor Jahren aus der Verbindung zum Hotel gelöst und genießt den Ruf eines gemütlichen Kleinodes der österreichischen Golflandschaft mit viel Tradition. Aber es geht aufwärts am Berg. Man spürt eine Renaissance, nicht zuletzt durch das geänderte Reiseverhalten seit der Corona-Krise. Was wir extrem bemerken, diese Kurzausflüge, diese Tagesausflüge von der Stadt weg in ein Naherholungsgebiet. Und da gehören wir absolut dazu, aufgrund der kurzen Distanz. Ich sehe die Zukunft für den ganzen Semmering sehr optimistisch. Es gibt jetzt Gespräche, das Haus wieder zu revitalisieren. Und ich bin mir ganz sicher, wenn die großen Hotels wieder zur Blüte erwachen, dass auch der Golfclub wieder zu einer Hochburg erwacht im südlichen Niederösterreich. Schön, wenn man bald wieder auf Sommerfrische auf den Semmering fährt. Auch wenn die Anfahrt mit weniger als einer Stunde aus der Hauptstadt wesentlich schneller ist als zu Zeiten von Karl Ritter von Geger, dem Erbauer der Semmeringbahn. Ist Golf einfach eine Freizeitbeschäftigung oder kann das Spiel mehr? Golf ist Spiegel der Seele. Golf sagt mir immer gleich, wie es mir geht. Ob ich in meiner Mitte bin oder ob ich Stress habe oder ob ich nicht ruhig bin, dann funktioniert der Körper nicht. Und das ist für mich schon eigentlich die Hauptfaszination. Was mich am Golf fasziniert, weil es strategisch ist. Es gibt einen bei jedem Schlag mehrere Möglichkeiten. Es ist fast wie Schach. Entscheidest du dich einmal falsch, kann es in die Hosen gehen.
Das fängt mit der Schlägerwahl am Abschlag an. Das entscheidet, wie das Spiel später am Fairway weitergeht und ob man das Grün trifft oder nicht. Ja, Golf ist wie Tag und Nacht. Einmal geht's da gut, einmal geht's da schlecht, einmal geht's bergauf, bergab. Du probierst immer wieder. Es ist ein tägliches Kämpfen. Mal bist du in einem Hoch, dann bist du wieder im Tief, kämpfst dich raus, kommst wieder zurück. Eben, ein Spiel wie im Leben. Nach jedem Schlag steht man vor einer neuen Weggabelung. Es ist immer was anderes. Zuckerbrot und Peitsche. Dieses Auf und Ab lässt einem nicht los. Du spielst ein Bogey, dann spielst du noch ein Bogey, machst einen Dreibad und denkst eigentlich, was ist los? Und dann bist du schon down und dann kommt der eine Schlag und bist wieder zurück. Es geht wieder, normal weiter und kannst wieder spielen. Und das ist faszinierend. Ist Golf ein gutes Mittel, um Kraft für die Kunst zu tanken? Ja, aber ich gehe jetzt nicht golfen, um runterzukommen. Das passiert. Le golf, on joue avec le cœur, pas avec la tête. Das Golf spielt man mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf. Und ich bin jemand, ich muss es von einer Visualisierung haben, aber ich brauche dieses ganze Technische und das macht mir wahnsinnig. Das bin ich nicht. Golf ist, weil ich es gern spiele, es ist ja ein Spiel. Und in dem Moment ist es Seelenhygiene, Psychohygiene, weil man an nichts anderes denkt als an diese blöde weiße Kugel. Nein, ich bin kein Computerspieler, nein. Ich habe keine, wie heißt das, PlayStation? Golf ist Sport, selbstverständlich. Golf ist ein Spiel, auch natürlich. Vor allem abseits der Realität wird in Pixel und Bytes gezockt. Die Gaming-Industrie hat Golf schon seit einiger Zeit als spannendes Spiel entdeckt. Und es werden unzählige, mehr oder weniger realistische Games in den App-Stores angeboten. Golf ist vielleicht nicht gerade die Sportart, die meisten Hardcore-Gamer schon selbst ausprobiert haben. Und das Spiel am Handy oder Tablet ist auch eher nicht Grundstein für eine große Golfkarriere. Aber es macht Spaß und einmal in den Köpfen verändert sich die Sichtweise auf den Sport. Was cool am Handy ist, kann so uncool in echt nicht sein. Und bei nächster Gelegenheit legt dann der Gamer vielleicht sein Smartphone beiseite und greift ganz real zum Schläger. Laut einer Studie haben 2019 54% der befragten Österreicherinnen und Österreicher zumindest einmal pro Woche ein Computerspiel gespielt. 2020 hat sich dieser Wert coronabedingt noch erhöht. Die Verkaufszahlen von Computerspielen sind um 22% gestiegen. Eines der beliebtesten Spiele ist Wii Sports, das sich insgesamt 89 Millionen Mal verkauft hat und auch eine Golfsimulation beinhaltet. Das beliebteste virtuelle Golfspiel ist sicher PGA Tour Tiger Woods, das seit 1999 25 Millionen Mal über die Ladentische gegangen ist. Zahlen, bei der die heimische Golfindustrie leicht neidisch werden könnte, obwohl man sich nicht beschweren darf. Die Corona-Krise hat der Branche letztes Jahr seit langem wieder merkliche Zuwächse gebracht. Worauf muss man als Neo-Virtual-Golfer achten? Gratisspiel oder gegen Gebühr? Das ist die Frage. Aber Achtung, schnell kann das Gratis-Game zur Kostenfalle werden, wenn In-App-Käufe nötig sind, um beim Turnier weiterzukommen oder um nervige Werbung wegschalten zu können. Klar muss einem auch der Umfang sein. Bin ich reiner Hobbygamer im Bus und während Wartezeiten oder will ich den Zeitvertreib so realistisch wie möglich erleben? Viele Spiele glänzen mit unzähligen Einstellmöglichkeiten für Wind, Wetter, Schlägerwahl und dergleichen. Die Grafik ist für viele Hobbyzocker ebenfalls ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium. Auch hier unterscheiden sich die Golf-Apps teils drastisch. Abhilfe gegen Langeweile und den Golfentzug in der kalten Jahreszeit sind die Golfspieler in jedem Fall, aber eben auch ein bisschen einsam. Meist sitzt man alleine mit seinem Handy oder Tablet im Wohnzimmer. Bewegung? Fehlanzeige. Ding Dong, Ding Dong, wer steht dort vor der Tür? Kommunikativer und mit einem Mindestmaß an Bewegung sind da die Angebote der Konsolenhersteller. Sieht schon beinahe wie ein Schwung aus und man spielt mit Freunden, also schon fast ein Flight. Das beste Mittel, um dem Gaming-Nerd den Golfsport schmackhaft zu machen, sind sicher Simulatoren.
Sie sind dem reinen Spiel schon lange entwachsen und die realistischste Mischung aus virtuellem Sport und Spiel. Hier werden immerhin Schlag für Schlag existierende Plätze gespielt und das mit realen Bällen und Schlägern. Das kommt der Wirklichkeit schon sehr nahe, aber erfordert auch ein Grundmaß an Golfschwung. Daher werden Simulatoren auch gerne von Profis fürs Trockentraining im Winter verwendet. Nachteil: kaum jemand hat so eine Anlage zu Hause. Vorteil: man muss zumindest kurz außer Haus gehen, um zu einer Indoor-Anlage zu kommen. Frische Luft und Bewegung eher weniger. Das echte Leben findet eben outdoor statt. Bei allem Spaß, den die Spiele machen und zumindest den Fokus auf Golf erhalten, das echte Feeling hat man nur vor der Tür am Platz. Dann wird das Spiel schnell wieder zum Sport. Wie erklärt man einem Neuling den großen mentalen Anteil am Golfsport? Bei allen anderen Ballsportarten reagiere ich ja nur, weil der Ball kommt so schnell und ich muss in einer Hundertstelsekunde bei Tennis oder Fußball oder Handball muss ich reagieren. Und jetzt habe ich ja viel Zeit zu überlegen, welchen nächsten Blödsinn ich mache. Ja, nimm ihn. Passt. Ja, ist nicht schlecht. Wenn du jetzt einen Autofahrer vor dir hast und die Ampel ist rot und sie springt auf grün über und der will einfach nicht fahren, ja, was tust du dann? Du schreist vorne. Stimmt das? Bist du wirklich sicher? Das ist der einzige Begriff, würde ich behaupten, den du brauchst im Golf. Der Begriff vor ist eigentlich der einzige Schrei am Golfplatz, den du hörst. Wenn du jemanden anderen gefährdest, wenn du zum Beispiel jetzt schlagst ab und der fliegt genau auf eine Menschengruppe oder eine Person zu, schreist du ihm vor, damit der halt weiß, okay, Achtung, kommt ein Ball. Und klassisch ist es halt so, dass du Kopf und Nacken halt schützt und in Deckung gehst, dass dir halt hoffentlich halt nichts passiert. Ne? Das Angenehme ist halt, dass das in Österreich so wie in anderen Ländern verstehen das alle gleich. Und die wissen, wenn du das schreist, Achtung, jetzt kommt ein Ball und ich gehe in Deckung. Weißt du, woher der Begriff vor überhaupt kommt? Weiß ich nicht, ne? Naja, den haben britische Soldaten haben den verwendet, also den Begriff vor an sich nicht, aber die haben immer beware before geschrieben. Okay. Zu anderen Soldaten, die halt in Gefahr waren, von tieffliegenden Geschossen getroffen zu werden. Ich meine, ja, es liegt eh irgendwie auf der Hand, weil ein Golfball ist ja mehr oder weniger ein tieffliegendes Geschoss, das auch gefährlich werden kann, wenn es blöd hergeht. Okay. Und das ist halt dann einfach abgekürzt worden zu vor. Arg, dass du so einen Krieg nimmst, gell? Ja. Ist ja wurscht, ob er jetzt eine fällt oder nicht.